Samstag ist, und ich finde, ein super Zeitpunkt, weil Wetter ist nicht so, einen kleinen Wassertalk zu machen. Ja, was hältst du denn davon? Wenn du Bock hast, bleibst du dran. Geht los. Der irre Glaube, dass ja unser tolles Leitungswasser vollkommen ausreicht und wundervoll getestet wird, ist ja immer noch unfassbar weit verbreitet. Leider. Dazu habe ich auch ein paar wundervolle Seiten von einem ganz tollen Buch. Das ackere ich gerade so seit ein paar Wochen durch. Irgendwann, wenn ich mich mal so durchgearbeitet habe, werde ich euch das mal zeigen. Und da geht es auch um das Thema Wasser. Es sind auch echt ein paar interessante Informationen drin. Die hatten sich auch so mit so einem Wasserwerksmitarbeiter in Schleswig-Holstein unterhalten. Und auch der sagt, dass halt alle 2 Wochen kontrolliert wird und einmal jährlich auf Pestizide. Ich finde das ein bisschen wenig, aber gut, pass auf. Er wurde dann auch gefragt nach Hormonrückstände und Nanopartikel und all solch Gedöns. Hat er gelacht und meinte, das wäre Zukunftsmusik. Ich lese das mal ganz kurz vor. Weil so viel auswendig lernen jetzt in 2 Sekunden, das machen wir jetzt nicht Samstag. Medikamente und Pillenreste würden erstmal nur ins Abwasser gehen, dann geklärt werden und was übrig bleibt, in Seen, Flüsse und die Ostsee fließen. Das entspräche dann dem Oberflächenwasser. Schlecht würde es erst, wenn es absinken und ins Grundwasser gehen würde. An dieser Stelle bin dann ich diejenige, die dann erstmal nachgegoogelt hat, wie setzt sich denn unser Trinkwasser, wo kommt denn das ganz genau her, wie setzt denn sich das zusammen? Folgendes hat mir dann der tolle Dr. Goggle verraten. Habe dann danach geschluckt, als ich gesehen habe, was die 17% da sollen und mit dem Hintergrundwissen, dass ja Medikamentenrückstände, Hormone etc. pp. Gar nicht geprüft werden, geschweige denn gefiltert. Nachdem die Autorin dann in sich gegangen ist, das Revue passieren lassen hat und dann festgestellt hat, dass sie ja mit ihrem Nudelwasser quasi Nudeln kocht mit Pillenrückständen, Nanoteilchen, Ibuprofen, was auch immer, hat sie sich dann für einen Wasserfilter entschieden. Und folgender Satz fand ich sehr amüsant geschrieben. Das Wasser war klarer und das gute Gefühl war es auf jeden Fall wert. Außerdem kann ich so sicher sein, dass mein Mann auch mein Mann bleibt und nicht plötzlich das Geschlecht wechseln will, weil er zu viel Östrogen mitgetrunken hat. So, liebe Rooties, und das ist ein kleiner Auszug, mit dem ich euch aufzeigen möchte, wie wichtig zu eurer Körpersanierung, wie der Henrik schön ins Feld geworfen hat, was dieselbe Bedeutung wie Entgiftung hat, hier können wir ja offen reden, wie wichtig sauberes, gefiltertes oder eben hochwertiges Flaschenwasser ist. Denn wenn du mir schon zugehört hast, weißt du genau, dass jetzt das Wasser, was du aus der Leitung trinkst, einfach voll ist. Und deine Schadstoffe, die du ja loswerden möchtest, sonst würdest du Root nicht benutzen, gar nicht in dem Umfang ausleiten kann, wie es sollte, weil das Wasser einfach schon voll ist. Wir brauchen leeres Wasser. Dafür ist Wasser da. Wasser ist nicht dafür da, uns mit Magnesium etc. pp. Zu befüllen. Nein, das ist nicht die Aufgabe des Wassers, sondern unsere Schadstoffe rauszutransportieren. Dieses Wissen wollte ich dir heute schenken, solltest du es noch nicht mitbekommen haben. Wahrscheinlich ist es aber sehr unwahrscheinlich in dieser Community. Dennoch wollte ich das auf meine Art und Weise hier dalassen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Heute ist Samstag, ich habe es heute aufgenommen, deswegen äußere ich diesen Wunsch und bis zum nächsten Mal.